Herzlich willkommen am Greifensee. Heute drei Tipps für die Solo-Unternehmer. Einen Tipp für die Solo-Unternehmer. Es gibt drei Aufgabenbereiche, die man so als Solo-Unternehmer zu bewältigen hat. Wir haben erstens ein wunderbares Bild, das das schön beschreibt. Ich habe es von Stephen Covey. Stephen Covey, ein ehemaliger amerikanischer Erfolgstrainer, Psychologe. Seven Habits of Highly Effective People war sein erstes Buch. Und daraus habe ich eine kleine Geschichte. Es geht um einen Trupp, der in einem Urwald ist. Und da braucht man Leute dazu, die diesen Weg schlagen. Ja, der Trupp hat vor, durch diesen Weg, durch diesen Urwald zu gehen. Also brauchst du Leute, die mit Macheten hier so ein Gebüsch, das Gebüsch wegmachen. Dann brauchen wir die zweite Art von Leuten, die eben die Macheten schärfen, schauen, dass diese an der Machete Pause machen, Verpflegung haben. Und dann brauchst du noch einen Dritten, der auf den Baum hochsteigt und schaut, ob die überhaupt in der richtigen Richtung sind. Und wenn sie in der falschen Richtung sind, ruft er runter: Verkehrter Dschungel! Die drei Menschengruppen symbolisieren die Aufgaben, die man als Solo-Unternehmer hat. Zum einen, erstens sind es die Fachaufgaben. Sei es als Webdesigner, die man zu machen hat, als Coach, dann machen wir das Coaching. Ne? Die zweite Gruppe sind dann die Manager. Das heißt für uns als Solo-Unternehmer, da gibt es die Aufgaben zum Organisieren, zum Verwalten, Verkaufen, Marketing zu machen. Und die dritte Aufgabe, die hat der Stefan Mehrath beschrieben, da geht es darum, um die unternehmerischen Aufgaben, Werte, Vision gehört dazu, dass man die Positionierung zum Beispiel macht, dass man schaut, dass die Umsetzung und Kontrolle erfolgt. Und im Buch von Stefan Mehrath, Der erfolgreiche Unternehmer, sind die Aufgaben beschrieben. Die Manageraufgabe von Fred Malik in St. Gallen führen, leben, leisten. Also kurz zusammengefasst, wir haben drei Aufgaben zu bewältigen. Einmal die Fachaufgaben als Solounternehmer, dann haben wir die Managementaufgaben zu bewältigen und drittens die unternehmerischen Aufgaben. Das war's für heute, heute vom Greifensee. Bis auf ein anderes Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.